Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute mal ein ganz schnelles Video für euch und zwar geht es um eine besondere Kartenform wieder. Und Weihnachten steht ja demnächst wieder mal vor der Tür, auch wenn wir jetzt erst August haben. Aber man kann ja nie genug damit, nie genug, also nie früh genug, mein Gott, nie früh genug damit anfangen, Weihnachtskarten zu produzieren. Das habe ich getan. Und zwar gibt es wieder mal eine Shaker-Karte von mir. Die sieht so aus. Und ihr seht schon, ich habe mal wieder ein bisschen mit der Nähmaschine hier ausprobiert mich. Mit einem schönen Zierstich. Und das funktioniert richtig super. Ich habe dafür ganz viele Restpapiere verwendet. Das sind alles so Weihnachtspapiere aus dem Vorjahr, die ich in meiner Kiste noch hatte. Und da habe ich mir einfach das Stück rausgenommen. Habe hier, das ist eine ganz normale Folie, so eine Hefterfolie, die man, ich weiß jetzt gar nicht, wie man es nennt, Klarsichthülle, wie man sie in jedem Bürobedarf bekommt. Davon habe ich auch nur eine Hälfte genommen, also wirklich nur ein Blatt. Ich habe sie aufgeschnitten, habe es mir zugeschnitten, wie ich es brauchte, habe es zur Hälfte angenäht, die Shaker-Karte befüllt mit was auch immer man gerne möchte und habe es dann fertig zugenäht. Ich zeige euch gleich, wie das geht. Das machen wir einmal zusammen. Hier habe ich so einen schönen Merry Christmas Ausstanzer oben drauf geklebt aus so einem silbernen Glitzerpapier. Bei der Karte, das ist mein Prototyp hier gewesen. Ich schüttle mal kurz nach unten. Da habe ich noch keinen Aufleger benutzt, deshalb sieht man dieses Merry Christmas nicht ganz so gut. Ich habe dann aber noch eine gemacht, nämlich eine blaue. Und da habe ich das Merry Christmas dann auch noch auf den passenden Ausstanzer draufgeklebt, auf ein blaues Hintergrundpapier, damit man das einfach besser sehen kann. Und ihr seht schon, hier habe ich wieder einen anderen Stich genutzt. Also wenn ihr eine Nähmaschine habt, da könnt ihr euch richtig austoben. Hier habe ich auch richtig dicke Sachen mit drin. Das funktioniert super und auch ganz feiner Flitter hält damit richtig gut. Und dann habe ich noch eine gemacht. Die ist jetzt rot und golden. Da habe ich wieder einen anderen Zierstich genutzt. Also das macht richtig viel Freude. Und es sind wirklich alles Restpapiere. Das seht ihr ja schon an den Maßen. Sind völlig unterschiedliche Maße. Also es sind Karten, die jetzt kein Standardmaß haben. Also wenn man die dann verschicken möchte, wäre es wahrscheinlich besser, man packt sie in ein Päckchen mit rein, anstatt sie so separat zu verschicken, weil das sind so eine Sondermaße. Oder ihr müsst euch dann halt dementsprechend noch einen Briefumschlag dazu selber werkeln. Ja, wie das Ganze geht und wie das gemacht wird, das zeige ich euch jetzt. Also ich habe hier schon mal ein Restpapier wieder vorbereitet. Und zwar ist das hier so ein, ja, mit Tannenbäumchen drauf. Das ist ein Rest aus dem Vorjahr, ist glaube ich auch aus einem Actionblock. Hier habe ich schon die Folie einmal drumherum aufgenäht. Ihr seht schon, das sieht fast aus wie die Tannenbäume, die hier drauf abgebildet sind. Fand ich ganz passend, diesen Zierstich. Von hinten sieht das Ganze so aus. Habe die Endfäden dann einfach hinten verknotet. Jetzt müssen wir das Ganze befüllen. Dazu habe ich mir hier schon ein paar goldene Sterne und ein paar Tannenbäumchen zurechtgelegt, die ich gerne dort reinmachen möchte. Und zwar machen wir das hier einfach auf und schütten das Ganze hier rein. Da könnt ihr auch richtig gut bei euren ganzen Resteklimbim hier verwenden. Ich finde, das sieht doch schon ganz gut aus. Ich würde auch sagen, das reicht. Ja, das reicht. Jetzt nähe ich das Ganze einfach oben noch zu. Mit dem gleichen Stich. Und dann bin ich gleich wieder für euch da. So, da bin ich wieder zurück und habe das Ganze jetzt oben geschlossen. Und ihr seht schon, da fällt auch nichts raus und das ist eine richtig, richtig tolle Schüttelkarte. Ich habe jetzt die Fäden mir hier schon nach hinten durchgezogen. Dazu nehme ich mir mal hier so ein spitzes Werkzeug. Das ist von meiner Cricut, von meinem Plotter sozusagen, dieses Werkzeug, was damit dabei ist. Das ist schön spitz. Da kann man super diese Fäden nach hinten durchziehen, um das Ganze dann auf der Rückseite zu verknoten. Das mache ich jetzt auch mal schnell. Ihr könnt natürlich zum Beispiel auch, wenn ihr habt, von den Fäden her oder von der Farbe des Fadens zum Nähen her was anderes nutzen. Ihr könntet auch weiß nehmen oder manche haben ja auch so ganz tolle Effektgarne. Da müsst ihr immer nur ein bisschen gucken. Da macht die Nähmaschine manchmal nicht so mit. Ich habe auch so Gold- und Silberfäden, aber die räufeln sich leider so ein bisschen auf beim Nähen.
Das macht sich nicht ganz so gut mit einer Nähmaschine. Aber ansonsten unifarbene Fäden, da kann man alles nehmen. Also ihr könntet jetzt auch, wenn ihr so wie ich hier so grüne Hintergründe, könnte man auch mit einem grünen Faden nähen. Also da ist der Fantasie wieder überhaupt keine Grenzen gesetzt. So, jetzt mache ich hier einfach ganz normales Knötchen rein, damit sich das nicht aufräufeln kann. Schneid das ab und dann ist das fertig. So, jetzt müssen wir uns noch um den Rahmen kümmern. Ich lege mal hier so dieses Exemplar daneben, damit man das sieht. Und zwar habe ich ja hier einfach so mit der Zickzackschere nochmal außen drum geschnitten. Genau das mache ich jetzt hier auch. Habe ich mir schon bereitgelegt. Das sind mal so ein Dreier-Scheren-Set mal von Chibo gewesen. Aber die kriegt man ja, so eine Silhouettenscheren kriegt man ja immer mal auch bei Lidl oder so, wenn so Bastelwochen sind, bekommt man die da auch. So, dann schneide ich hier einfach einmal drumherum. So, Freischnauze. Also ihr seht schon, dass wir werden jetzt hier keine Karten, wie gesagt, keine Karten nach Maß und auch keine Karten, die besonders schön und gerade sind. Also die sind hier wirklich Freischnauze gestaltet, einfach um auch, hier müsst ihr so ein bisschen, wenn ihr so eng dran seid wie ich, aufpassen, einfach um auch ein paar Reste, wie gesagt, zu verwerten vom vorigen Jahr. Man hat ja so durch Adventskalender, Basteleien und sowas alles, man ja total viel Restpapiere, also ich zumindest, oder auch durchs Verpackungen basteln, Karten basteln, da bleiben ja doch immer mal ein paar Reste über. So, jetzt habe ich hier meinen Tisch schön eingesaut. Macht nichts. Kann man ja alles wieder wegdrehen. So, jetzt haben wir hier drumherum einmal geschnitten. Jetzt möchte ich das Ganze noch ein bisschen inken. Das habe ich hier auch getan. Dazu brauche ich aber erstmal meine Stempelkissen. Ich habe ja jetzt hier, wie gesagt, mein Zimmer umgeräumt und aufgeräumt. Ups, und habe da auch natürlich meine ganzen Stempelkissen hier ordentlich in einer Kiste zumindest. Also ordentlich ist übertrieben, aber zumindest in einer Kiste. Suchen wir uns hier mal so einen passenden Grünton aus. Vielleicht einer, der ein bisschen mehr auffällt. Nee, der passt nicht. Der sieht doch ganz gut aus. Und dann, das sind alles diese Schalkinks aus dem Action. Und dann gehe ich hier einfach einmal drumherum um die Karte, um das Ganze noch ein bisschen hervorzuheben. Auch noch so eine kleine Ecke. Müsst ihr natürlich hier beim Schneiden, das sieht man jetzt bei mir hier, bin hier sehr, sehr dicht an dem Genähten dran. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr euch natürlich die Nähte nicht wieder aufschneidet. Das Papier, was ich hier benutzt habe, das war ein bisschen knapp bemessen. Aber gut, hat funktioniert. Wurde ja jetzt auch gleich noch aufgeklebt. Und dann werden die Nähte hinten ja auch noch mal ein bisschen mit verklebt. Und dann ist da auch noch ein bisschen Halt drin. So, das haben wir auch. Jetzt wird das Ganze, jetzt könnt ihr euch überlegen, also ich würde es jetzt natürlich so rum machen, weil ja diese Papier das noch ein bisschen vorgibt. Jetzt müssen wir uns natürlich noch ein weißes Hintergrundpapier suchen, so wie hier. Ich habe hier auch so ein paar Reste, ich könnte jetzt das nehmen oder das ganz helle, aber ich nehme eher das. Brauchen wir mal eine Lineal. Oh Gott, jetzt habe ich aber wirklich viel rumgekrümmelt mit dem Geschneide. Also ich kann euch sagen, diese Silikonmatte ist wunderschön, aber lässt sich schlecht säubern, wenn ihr so daran denkt, euch sowas mal zu kaufen. So, das nur mal so am Rande. Das Ganze ist jetzt hier 15, also ich mache es 15,5 mal 13,5. Würde ich mir das Ganze hier einmal zuschneiden.
erstmal hier 13,5 mal 15,5. Das Stück kann man wieder aufheben, kann man noch mal was drauf stempeln eventuell. So, und dann seht ihr schon, dass das Ganze da gut drauf passt. So, jetzt sieht man hier zum Beispiel noch ein Fädchen. Das schneiden wir mal gleich ab. So, und jetzt müssen wir das Ganze hier nur noch aufkleben. Dazu nehme ich doppelseitiges Klebeband, einfach um auch die Nähte noch mal ein bisschen zu verkleben. Zusätzlich, damit das Ganze gut hält. Jetzt seht ihr zum Beispiel, was ich meine. Na, das ist jetzt von den Stempelkissen jetzt hier gerade. Und das lässt sich gut abwischen, keine Frage. Aber das sieht halt immer dann so ein bisschen, ja, nicht so schön aus. Aber gut, es ist wie es ist. Es wird vielleicht dann doch nochmal eher eine andere Schreibtischunterlage geben irgendwann. So, einfach hier schön andrücken. Damit fixiert ihr gleichzeitig auch nochmal die Nähte. Und saut euren Tisch ordentlich ein. So, dann müssen wir das Ganze hier nur noch abmachen. Aber ihr könnt damit halt super, wie gesagt, Reste verwerten. Ihr könnt ja, müsst ja nicht unbedingt Weihnachtskarten machen, könnt ihr auch Geburtstagskarten machen. Habe ich auch eine gemacht, kann ich euch gleich noch zeigen. Das war, glaube ich, meine zweite, die ich gemacht habe, auch in diesem Verfahren. Könnt sie auch kleiner machen, wenn ihr kleinere Reste habt. Geht auch alles. So, jetzt müssen wir hier nur gucken. Dadurch, dass diese ganze Karte ja nicht so gerade ist, dass das hier einigermaßen ordentlich klebt. Sehr schön. Jetzt würde ich hier zum Beispiel das Stück einfach nochmal abschneiden. Gucken, ob das geht mit meinem Schneidebrettchen. So 0,3. Genau, das geht. Genau, dann sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Okay, dann brauchen wir hier natürlich noch unseren Spruch. Den habe ich auch schon mal vorbereitet. Wie gesagt, dieses Merry Christmas. Ich weiß gar nicht, habe ich die Stanzschablone? Ja, hier habe ich sogar die Stanzschablone zu liegen. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, wo ich sie her habe. Ich weiß es auch gar nicht, warum so. Aber es ist halt super, weil die halt gleichzeitig den Rahmen hat und eben diesen Spruch. Diesen Spruch habe ich aus einem Metallic-Karton, aus einem grünen ausgeschnitten, wäre ein bisschen sehr anstrengend. Der ist auch selbstklebend. Sollte, muss es aber nicht. Ihr könnt alles Mögliche nehmen, was ihr wollt. Ich habe da noch einen super Tipp für euch, um das Ganze aufzukleben. Das habe ich nämlich mit all den anderen Karten hier auch gemacht, weil ich nämlich, wie gesagt, gerade bei der hier, weil da hatte ich ja dieses Hintergrund noch nicht verwendet. Ihr könnt dazu super Sprühkleber nehmen. Und zwar den aus dem Action habe ich hier. Damit geht das richtig gut. Damit könnt ihr super so filigrane Teilchen aufkleben, ohne euch da die Finger zu brechen. Und das klebt richtig, richtig gut. Ihr seht es ja hier, das ist richtig, richtig fest, das klebt richtig gut und das macht sich super mit Sprühkleber. Eine andere Sache, die sich auch noch gut mit Sprühkleber macht, weil ich es jetzt gerade erzähle, ist Vellum. Bei der Karte, wie gesagt, das war auch eine, die ich noch gemacht habe. Ihr seht schon wieder eine andere Stichvariante. Hier habe ich ein Stück Vellum genommen, das habe ich leider noch nicht mit Sprühkleber gemacht, sondern ganz normal das Happy Birthday mit so filigran, mit diesem kleinen süßen Klebstoff aufgeklebt. Das geht auch. Aber ihr seht schon, das Vellum wellt sich. Vellum, das sich wellt, ja. Mit Sprühkleber geht das richtig gut. Ich habe es im Nachhinein dann nochmal separat auf ein Stück Papier probiert. Ich habe das leider jetzt nicht mehr hier, um euch das nochmal zeigen zu können. Aber damit könnt ihr Vellum super kleben, ohne dass ihr auf dem Hintergrund irgendwelche Sprühflächen seht oder so. Das macht sich richtig, richtig gut. So, das Ganze, diesen hübschen Spruch hier,
Den kleben wir jetzt hier noch auf. Das mache ich auch einfach hier mit doppelseitigem Klebeband. Das kleben wir uns hier einmal auf. Zack. Könnte auch mit Flüssig, aber ich habe das mit Flüssigkleber probiert. Das hält leider auf der Folie nicht ganz so gut. Also da empfehle ich euch wirklich eher ein doppelseitiges Klebeband. So, da suchen wir uns hier so ein bisschen die Mitte und kleben das Ganze fest. Und schon habt ihr eine schöne Shaker-Card. So, jetzt brauchen wir natürlich nur noch unsere Karte an sich. Da habe ich mir hier einfach irgendein A4-Karton ausgesucht. Das ist, glaube ich, aus dem Fancy Paper Set aus dem Action. Die falte ich jetzt einfach mal in der Mitte. Nee. Haha. Das geht ja gar nicht. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist ja jetzt hier wieder so ein Sondermaß. Ach doch, das geht doch. Huch, was klebt jetzt hier alles? Das ist noch von meiner Stanze abgegangen. Von der letzten. Jetzt können wir die Karte nehmen. Jetzt müssen wir eine Längskarte machen. Aber das geht auf jeden Fall. Bevor ich es jetzt falte. Ja, das geht. Okay, jetzt müssen wir mal eine Karte machen, die sich von oben nach unten öffnen lässt. Aber das ist ja nicht so schlimm. Mal hier einmal mein Falzbein. So, dann drehen wir uns das Ganze so, platzieren uns hier die Karte und kleben die hier einfach drauf. Ohne jetzt hier groß zu messen. Den Überstand, den schneiden wir nachher einfach ab. Also ich bin jetzt, wie gesagt, total in diesem Papier-Näh-Modus, weil ich das einfach total schön finde. Ups, jetzt müssen wir hier wieder aufpassen, das war das. So. So, nur noch gucken, wie viel Platz habe ich hier gelassen. Naja, 0,5. Sprich, hier lassen wir auch 0,5. Das heißt, wir schneiden das Ganze bei 15, 7 und 5 sind 16,2. Genau, bei 16,2 einfach mal ab. Klatsch. Perfekt. Und fertig ist unsere Shaker-Karte. Eine, die sich jetzt mal nach oben hin aufklappt. Und ihr seht, ganz schnell, ganz einfach. Also wer eine Nähmaschine hat, kann damit richtig, richtig super, super, super schöne Karten gestalten. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine kurze Video gefallen und ihr macht vielleicht auch mal ein paar schöne genähte Shaker-Karten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.